Ja, herzlich willkommen, Herr Dieter Egger von der FPÖ im Neuwahl-Wahlmannach-Gespräch zur Landtagswahl in Vorarlberg im September 2014. Herr Egger, bevor wir ins Gespräch kommen zur Politik in Vorarlberg, bitte ich Sie einmal ganz kurz vorzustellen. Wer sind Sie, was macht Sie, was machen Sie und was motiviert Sie im politischen Bereich so ganz besonders? Ja, ein grüß Gott aus dem Ländle auch von meiner Seite her. Ich bin schon relativ lange in der Politik, obwohl ich eigentlich auch in Jahren zu den Jüngsten gehöre bei uns im Landtag, fast schon 20 Jahre. Mein politischer Start war in der Kommunalpolitik in Monems, bin dann 1999 in den Landtag eingetreten, 2003 in die Landesregierung, wurde in der Opposition und bin jetzt der Freiheit und Partei hier in Vorarlberg. Persönlich Familienvater von zwei Kindern, dann fortgeschrittenen Alter, also die Tochter von Wissenschaftler, Person nach einer Lehre und der Haushalt darf ich berichten, haben einen kleinen Maltesehund, also eine andere Familie, da ist es. Die FPÖ auf Bundesebene kennen wir bereits. Ja, was zeigt denn die FPÖ in Vorarlberg denn so ganz besonders aus? Der Mittelpunkt unserer Politik steht der Freiheitsgedanke. Ich habe ein Gesellschaftsbild von mir, freien Bürgern, eine gute Bürgergesellschaft, die ein hohes Maß an Eigenverantwortung in der Gesellschaft lebt, gut ausgebildet auf eigenen Beinen zu stehen, möglichst wenig staatliche Abhängigkeiten zu haben, der Staat soll nur dort eingreifen, wo wirklich eine Notsituation steht oder im wesentlichen Systemen der Sicherheit, der Bildung oder Gesundheit, aber sonst ein hohes Maß an Freiheit und möglichst wenig Abhängigkeit von Parteien und anderen staatlichen Systemen. Wie viele Mitglieder hat die FPÖ in Vorarlberg derzeit? Wir haben rund 5000 Mitglieder und natürlich noch einmal so viele Sympathisanten. Die FPÖ und auch bei mir im Wahltag, wir waren weniger im klassischen Sinne. Wir haben wenig auf Strukturen, auf Parteistrukturen, sondern wir sehen das als Bürgerbewegung, das Ohr sehr nahe am Bürger, schnell auf Änderungen reagieren zu können. Das ist uns wichtiger als ständige Parteistrukturen. Das Direktwahlrecht ist jetzt bei dieser Landtagswahl in Vorarlberg neu eingerichtet worden. Deswegen ist es auch sehr interessant zu sehen, wer sich auf den weiteren Listenplätzen neben Ihnen als Spitzenkandidaten befindet. Wie ist Ihre Liste erstellt worden und wen findet man so auf Listenplatz 2 bis 5? Ja, wir haben großen Wert darauf gelegt, dass unsere Liste ein spiegelbildender Gesellschaft ist, also möglichst viele Berufs- und Bevölkerungsgruppen abbildet. Ich glaube, diese Mischung ist sehr, sehr gut gelungen. Wir haben einen hervorragenden Vertreter im Bereich der Landwirtschaft mit Daniel Allgeier. Wir haben Unternehmer, die werden in der Kunst zum Beispiel, auch einen Bürgermeister, Fußsack, der durch die Gemeindepolitik ist. Aber auch meine jungen Kandidaten, die sehr, sehr gute Chancen haben, im Landtag einzuziehen. Beispiel der der schon bei uns 2 kandidiert hat, das auch gezeigt hat. Wir haben uns ja auch teilweise selbst mutiger politische Themen anspricht. Also für uns bekommt sie nicht nur am Sonntag mit Reden Anerkennung, sondern auch mit einer Stimme. Und auch Frauen wie die Nicole Rost, eine junge Frau, die engagiert die Gemeindepolitik in Mitteln macht. Also ich glaube, in Summe ein gutes Paket, das wir den Wählern anbieten können. Auch wenn es sehr, sehr viel der Freiwilligkeit, die der vom ORF durchgekommen ist. Ein absoluter Insider, wenn es um politisches Wissen geht. Also ich glaube, wir sind eine Alternative, wir haben ein gutes Angebot. Bei der letzten Landtagswahl 2009 haben Sie Ihre Stimmen gut verdoppeln können. Momentan liegen Sie bei 25%, das sind gut 9 Mandate. Die aktuellen Wahlumfragen zeigt auch die FPÖ bei 20 bis 25%, fast gleich auf wie eben bei der letzten Wahl, hinter der ÖVP an zweiter Stelle und vor Grüne, Neos, SPÖ etc. Wenn Sie jetzt zurückblicken, die restlichen 5 Jahre, was hat sich da getan und wo können Sie sagen, das ist besonders gut gelungen? Also wir haben vor allem bei den Reformen großen Wert gelegt. Zum Beispiel ist die gelungene Reform des Raumplanungsgesetzes zu bekommen, wo die Gemeinden erstmals und vor allem bei wirklichen Mitspracherecht bekommen haben. Wir waren die großen Gemeinden beschlossen haben, das wird aber machtlos, das hat sich wesentlich geändert. Da muss man wirklich dranbleiben in der Umsetzung, aber ein sehr guter Schritt. Wir konnten auch die umfassende Demokratieform durchbringen, das war ein großes Anliegen. Also die Stärkung der direkten Demokratie beispielsweise, ähnlich wie das Deutsche Vorbild, da sind wir schon sehr, sehr nahe hingekommen. Wir konnten auch den Grundsatz des Landtages massiv ausbauen. Erstmal wird der Untersuchungsausschuss für Oppositionsparteien im Bereich der Bildung gelungen,
Freiburger Familienzuschuss sukzessive aufzubauen, also ein Riesenmittel unterstützen der Freiburger Familien. Wir konnten die ÖVP im Gesundheitsbereich dazu bringen, dass eine Gehaltsreform bei den Freiburgern umgesetzt worden ist. Das war immer die erste Möglichkeit, die erste Abgelange für das Freiburg, ein Riesenproblem. Wir in Freiburg in der Länder ist das zweite Beitrag, aber sehr, sehr groß ist. Also wir konnten sehr viel umsetzen. Es ist oft mühsam, weil die ÖVP mit der absoluten Mehrheit alles blockieren kann. Das heißt, wir müssen immer durch den Weg gehen, Brücken und Brücken aufzubauen und mal so mit öffnen Brücken die ÖVP wieder zusammen zu stimmen. Das könnte schneller gehen, und zwar dann, wenn die absolute Mehrheit der ÖVP gebrochen wäre, und dafür brechen wir auch mit einfach noch mehr Reformstaaten. Das war schon eine kurze Beobachtung der Situation in Vorarlberg. Die Distanz Wien-Vorarlberg ist ja sehr, sehr groß und wir bekommen hier eigentlich wenig Politisches mit. Deswegen bitte ich Sie jetzt einmal um eine kurze Einschätzung der politischen Situation in Vorarlberg. Was läuft gut und was läuft weniger gut? Also im Gegensatz zum Bund haben wir sehr, sehr klare Finanzen. Wir haben immer den Ansatz von Menschen nicht mehr aufgegeben, als wir einnehmen, also keine Schulden. Die Belastung unserer Kinder ist das sozialste Alte. Wir haben im Vergleich zum Bund eine relativ schlanke Verwaltung, wobei auch in unserem Bereich sicherlich eine diskutieren kann. Wir haben zu viele Reglementierungen, zu viel Bürokratie, zu langwierige Verfahren. Aber wenn man es vergleicht mit Wien, sind wir doch etwas schneller und schlanker unterwegs. Aber hier ist das Vorbild die Schweiz, die dort noch wesentlich besser ist. Wir haben große Probleme im Bereich der Bildung. Wir haben zu viele Bildungsverlierer, die auf der Strecke bleiben, maximaler Tiefschulabschluss haben. Wir haben vor allem auch im Bereich der Migranten große Herausforderungen. Wir haben zu viele Kinder, die der Schule nicht die deutsche Sprache beherrschen und damit Schwierigkeiten haben, den Unterricht in den Städten zu bekommen. Gesundheitswesen voranzubringen und Ärzte. Also es gibt eine bunte Themapalette an Herausforderungen, die wir angehen müssen. Und unser Ansatz ist es, die letzten 5 Jahre wirklich diesen Reformen mutig und geradezu konsequent anzugehen, damit eben das Land auch in Zukunft so gut dasteht, wie es derzeit dasteht, vielleicht sogar besser. Ganz konkret noch auf den Punkt gebracht, was sind Ihre politischen Ideen für Vorarlberg? Also im Bildungsbereich geht es darum, dass wir das tun im Land, was wir tun können, das Bildungssystem ausbauen, besser machen. Wir möchten mehr die Talente der Kinder in den Vordergrund stellen, deren Fähigkeiten und weniger die Defizite. Wir möchten schauen, dass alle Kinder der Schule die deutsche Sprache beherrschen, dass sie den Abschluss in Zukunftschancen haben und auch Bildung für diese Gruppe vorhanden ist und damit auch Jobchancen vorhanden sind. Wir wollen die Verwaltungsbürokratie in den nächsten 5 Jahren abbauen, also nicht jedes Jahr 3% Zuwachs, sondern 50% Minus. Indem wir alle Landesgesetze durchforsten, sagen, brauchen wir das Gesetz, kann man es entrümpeln, kann man es vereinfachen, kann die Behördenverfahrensstrukturen vereinfachen, da ist einiges zu tun im Bereich des leistbaren Wohnens. Wir haben sehr hohe Grundkosten, sehr hohe Baukosten, vor allem dort ist es natürlich dann nicht mehr leistbar. Auch da müssen wir jetzt, und zwar an der Wurzel, Standards etwas nach unten reduzieren und damit Baukosten reduzieren, damit Familien junge Familien sich dieser Wohnung leisten können. Also es gibt viele Themenbereiche, Verkehr ist auch noch ein Riesenproblem, wir sind hier in der Ländereck. Es gehen sowohl im Norden des Rheintals, auch im Süden des Rheintals leistungsfähige Straßenverbindungen in Richtung Schweiz. Das belastet vor allem die Ortszentren in diesem Gebiet, da sind sehr viele Menschen davon negativ betroffen. Das heißt, da braucht es Entlastungsprojekte, die jetzt umgesetzt werden müssen. Also sehr, sehr breite Themenbereiche. Wir sagen mehr Freiheit für das Land. Und wir brauchen vor allem mehr Reformen. Wenn Sie sich jetzt die anderen Parteien anschauen, ÖVP, Grüne, NEOS, SPÖ und auch die Kleinparteien, worin unterscheidet sich jetzt Ihr Programm und Ihre politischen Ideen für die nächsten 5 Jahre? Unser Zugang, wie gesagt, ist das Thema Freiheit. Die ÖVP war 60 Jahre mit absoluter Mehrheit an der Macht, ist freiwillig geworden, sie hat die Macht nicht immer nur zum Wohl des Landes eingesetzt, sondern auch für Parteien. Die einen bekommen eine Umwidmung, die anderen bekommen sie nicht. Die einen bekommen nur Rasches-Bauverfahren, die anderen eben nicht. Personalbesetzungen, das heißt weniger Parteibuch und wieder mehr Freiheit für die Menschen. Das grenzen sich auch von der ÖVP. Von den Grünen grenzen wir uns im wesentlichen Bereich ab, wir haben auch die Grünen, die sagen, Wirtschaft und Tourismus, das Land, die sich weiterentwickeln können, weil eben die Basis für den Wohlstand
eine intakte Wirtschaft ist, vor allem die kleinen Mittelbetriebe, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass Wachstum möglich ist und die Gründung alles kopieren, dass Straßenprojekten, vielleicht der Raumplanung, Erweiterungen nicht mehr möglich sind, Tourismus, wo wir anschauen, also da unterscheiden wir uns sehr wesentlich. Bei den Sozialdemokraten tun wir insofern schwer, weil sie einfach politisch die letzten Jahre so viel nicht vorhanden waren und man sich mal fragt, was steht denn diese SPÖ im Ländle noch? Im Moment werden sie mit Zwergen. Das mag zwar lustig sein, aber es wird weiter ein Problem in den Menschen. Die Zwerge, Sie haben es angekündigt, dürfte der heurige Wahlkampf Aufreger sein. 2009 hat es einen Saga von Ihnen gegeben, der mehr oder weniger der Wahlkampfaufreger war. Ich habe heute in Vorarlberg Online gelesen, Sie bieten sich der ÖVP als bürgerlichen Koalitionspartner an. Sind die Saga von 2009 vergessen und verziehen? Die Bevölkerung hat ja gewählt dazwischen und ein klares Votum gesagt und eine Verdopplung der Freiheiten. Und jeder in Vorarlberg weiß, und das ist alles kleine, man kennt nicht, dass ich jeder für Antisemitismus habe, wenn ich mit der starken Sachpolitik gemacht habe, war damals eine Auseinandersetzung, die sicher nicht besonders glücklich gelaufen ist, aber wieder irgendwas zu verstehen wäre völlig falsch. Ich glaube, wir sollten uns um die wesentlichen Probleme des Landes und der Menschen kümmern. Ich bin mit der ÖVP eine Reformpartnerschaft und ich würde wesentlich, dass diese Reformen auch wirklich offensichtlich und mutig angegangen werden. Wir haben grundsätzlich gute Voraussetzungen im Land, wir haben eine starke Wirtschaft und gute Balance zwischen Industrie, kleine Mittelbetrieben, Handwerksbetrieben. Wir haben sehr fleißige Menschen, eine gute Grundgesinnung in der Gesellschaft. Aber wir haben politisch in den letzten Jahren zu viele gesellschaftliche Änderungen und Abzahlen, insbesondere die ÖVP. Und wir müssen diese Reformthemen angehen. Über das werde ich mit allen verhandeln, auch mit der ÖVP. Aber das andere ist für mich. So wie es in Umfragen aussieht, wird die ÖVP zwischen 30% und 40% kommen. Das heißt, Sie wahren Ihre Chance als potenzieller möglicher Koalitionspartner, auch NEOS, auch die Grünen, auch die SPÖ, hoffen darauf. Welchen großen Bonus bringen Sie mit? Ja, erstens bringen wir einfach viele Jahre Regierungserfahrung mit. Das ist keine andere Oppositionspartei. Wir sind uns gewollt zu regieren. Das ist auch unser Denken. Also wir denken nicht nur an Unterschriften, sondern wir denken auch an Lösungen. Wir denken sofort darüber nach, was bedeutet das konkret. Wenn die Gesetze müssen werden, wenn die Systeme müssen werden, wird es finanzierbar. Das zweite ist, wir sind ideologisch sicherlich am nächsten bei der ÖVP, wenn es um wirtschaftspolitische Fragen geht, auch wenn es um die Frage der Wirtschaftsbelebung und der Wirtschaftsentwicklung des Landes geht. Bei Verkehrsthemen, wo die Grünen alles blockieren, da frage ich mich, wie soll das gelingen, wenn man sich fragt, die Regierung. Also gibt es ja viele Themenpalette, die nicht hinsprechen. Und nicht zuletzt sollte man vergessen, dieses Land braucht eine stabile Regierung. Alle anderen Konstruktionen werden sehr knappe Mehrheiten geben. Mit der SPÖ kann man sicherlich eine stabile Regierung geben und das braucht es. Die nächste Frage, die ich jeder Partei stelle, ist, stellen Sie sich vor, es gibt ein Spektrum von 0 bis 10. 0 ist links und 10 ist rechts. Wo würden Sie sich als FPÖ Vorarlberg in diesem Spektrum einreihen? Irgendwo bei 6. Also wir sind sehr stark in der Mitte der Gesellschaft. Wir haben natürlich auch den Zugang zur Rechtsstaatlichkeit, das ist wichtig. Ich würde mich in der Als Vergleich, wo glauben Sie, liegt die FPÖ auf Bundesebene in diesem Spektrum? Ich glaube, man kann das nicht allgemein sagen, sondern von Land zu Land ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Länder, die FPÖ sicherlich auch in der Stadt ist, die nicht mehr rechts ist, aber das kann man nicht pauschal im Allgemeinen. Werfen wir mal einen Blick auf die Realisierung und Umsetzung. Woran würden Sie merken, dass Sie mit Ihrer Politik in den nächsten 5 Jahren Erfolg haben? Wir haben, und ich muss zu allen anderen Parteien, wir haben in diesem Wahlkampf sehr konkrete Ziele definiert. Was so konkret sind, sind wir bereits gemessbar sind, auch in Zahlen. Kleines Beispiel, wir haben 40.000 Menschen an der Armutsgrenze. Wir wollen die mit den Maßnahmen, dann sind wir von Maßnahmen auf 30.000. Wir wollen jetzt Verwaltung um 15% abbauen. Wir haben 2500 Kinder im letzten Kindergartenjahr Sprachdefizite haben und wir sagen, wir müssen es schaffen, durch Fördermaßnahmen auch, aber auch das Einfordern eben von Spracherwerb im Elternhaus
dass diese Zahl Richtung Null geht. Es muss jedes Kind bei Schülern die deutsche Sprache beherrschen. Wir haben 11% Risikoschüler. Wir wollen durch ein gutes Schulsystem motivieren. Wir haben zu wenig Talente. Das wollen wir verbessern. Wir haben wirklich jeden Themenbereich ganz konkret die Qualität bemüht. Wir machen den Menschen ein Angebot, die sagen, wir wollen diese Schule sind gut, bevor wir eine Maßnahme zum Schluss, die wir nachkürzen darf, die technischen Chance, dass wir wirklich an den Medien umzusetzen, dass alle das genau an diesen Schulen wissen, ist das erreicht worden oder ist das nicht erreicht worden. Ziel. Ziele setzt man sich ja vor der Wahl, zum Beispiel in Form von Zahlen. Was ist denn Ihr Ziel, Wunschziel für die Wahl? Was glauben Sie, wird die FPÖ erreichen? Womit werden Sie glücklich und zufrieden? Also wir starten von einem sehr hohen Niveau, 25%. Der Markt ist etwas bunter geworden, es sind neue Mitbewerber am Markt, die Neos. Das heißt, es wird schwierig werden, noch einmal zuzulegen. Aber wir haben uns das Ziel gesetzt, wir wollen ein Plus davor haben, und von diesem Niveau 25% nochmal in Richtung 30% bewegen. Das ist das klare Ziel. Wir wissen, dass es schwierig wird, aber wir kämpfen dafür und werden sehr stark bei den Bürgern für ein stärkeres Vertrauen. Noch eine Zukunftsfrage und ein Ausblick auf die nächsten 10 Jahre gleich. Ja, wo sehen Sie Vorarlberg in den nächsten 10 Jahren? Was hat sich verändert? Dass wir etwas freier geworden sind und das schwarze Parteibuch eben nicht mehr die große Rolle spielt, wie es in der Vergangenheit gespielt hat. Dass die Kinder besser ausgebildet sind und wir weniger Bildungsverlierer haben. Eine innovative Gesellschaft, die nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft selber, weltoffen. Aber auch traditionell stark verwurzelt in der Region, also eine gute Mischung aus Heimatstolz und Weltoffenheit, und dass die Wirtschaft sich weiterhin entfalten kann. Und dass es uns gelingt, die einzelnen Verkehrsprobleme zu lösen. Und als letztes, dass uns gelingt, im Bereich der Sozialen mehr Selbstständigkeit zu bekommen. Das heißt, jene Menschen wird in Not geraten, eine rasche, unbürokratische Hilfe, aber auch den Mut, dort unser Sozialstaat zu finden. Also eine starke Wirtschaft, aber es wird ja menschlich auch eine starke Wirtschaft. Ja, und wie schauen bei Ihnen jetzt die nächsten Tage aus vor der Wahl? Wie sind Sie im Wahlkampf gestartet? Was steht da für Ihren Plakaten? Ja, wir haben einen sehr positiven Wahlkampf gewählt. Also die Frage ist, ob wir kritisieren, wenn alles schief läuft oder was die anderen selbst machen, sondern wir wollen den Wähler wirklich gut machen. Sagen, hier sind viele, hier sind Lösungen. Schauen wir uns an und entwickeln das Empfehlungen. Es ist auch die Plakatlinie. Wir haben manche Familien, wo wir ein Elterngeld einführen wollen, für unsere Frauen der Familien plakatiert. Wir haben das Thema Wirtschaft befreien, mit Bürokratie, Verwaltungsreform. Wir haben das Thema Bildung plakatiert. Wir haben das Thema Integration, aber sehr positiv angesprochen, im Sinne von Chancen wahren und Chancen auch nutzen, angesprochen, das Thema Verkehr mit Bau und Verstauung angesprochen. Also, wir fahren zum sehr, sehr groß im Wahlkampf. Wir sind in der Wahlbewegung auf dem direkten Bürgerkontakt. Wir haben eine Heimatur, wo wir jeden Abend in einer Region des Landes sind, wir haben keinen Fest bei uns präsentieren, aber ich meine Ziele, meine Ansätze, meine Lösungsansätze präsentiert, und somit den direkten Platz zum Bürgersucher. Also weniger die klassischen Medien wie Werbung und Inserate, sondern wirklich möglichst stark den direkten Platz zum Bürgersucher. Das ist unsere Wahlstrategie und ich glaube, Herr Dieter Egger, ich bedanke mich bei Ihnen für das Neuwahl.com-Gespräch, wünsche Ihnen für die nächste Woche alles Gute, auch für den Wahlabend und für die Zeit danach. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Schöne Grüße aus dem Ländern. Danke.